Und hier sind wir auch wieder bei meinem 100 Abonnenten Special. Diesmal Part 4, Folge 1. Ja, man sieht hier wieder mein Desktop-Bild. Und ich werde euch heute die Emulatoren und sowas vorstellen. Ich habe auch hier was zum Pa für die Patches habe ich auch noch dazu gehängt. Also wir werden zuallererst den Nintendo und zwei Emulatoren dafür, nämlich den JNES als auch den NESTEN, wenn wir uns anschauen. Beim NESTEN weiß ich nicht, ob das jetzt die neueste Version ist. Bei JNES habe ich nicht die neueste Version. Da ist die neueste Version 1.0.1. Und ich habe hier die Version 0.6, also es kann sein, dass sich dort etwas verändert hat. Ich werde da vielleicht nochmal nachschauen, ob das wirklich so ist. Des Weiteren beschäftigen wir uns mal in einer anderen Reihenfolge, nämlich in dieser hier, mit dem Super Nintendo und dessen Emulatoren. Dabei habe ich zweimal den ZSNES drin. Weil das erste ist die Version 1.51, also die aktuellste, und bei der zweiten handelt es sich um die 1.42. Das liegt daran, dass die 1.51 nicht online-fähig ist, während die 1.42 es ist. Des Weiteren haben wir hier den Project 64. Also ein Nintendo 64 Emulator. Der einzige übrigens, den ich in diesem Bereich verwende. Ich zocke nicht so viel Nintendo 64. Dann kommen wir zum PlayStation-Bereich. Und ja, im PlayStation-Bereich gibt es viel zu erklären. Zumindest zu diesen beiden. Zu dem hier wieder weniger. Dann kommen wir zum Game Boy bzw. Game Boy Advance Teil. Hierbei kann man auch sagen, dass ich gleichzeitig auch ein Nintendo DS dabei habe, nämlich den No Cash GBA. Der kann nämlich auch mit einer BIOS-Datei gefüttert werden und dann kann er auch Nintendo DS-Spiele abspielen. Dann kommen wir zur guten alten DOS-Zeit mit der DOS-Box und ganz zum Schluss eben halt zu den Patchen von ROMs und sowas. Auch ISOs sind auch möglich. So, fangen wir an mit den Nintendos. Also, der JNES hat im Grunde genommen eigentlich eine sehr einfache Oberfläche, ist auch schnell erklärt, also man sollte zuallererst. Ich weiß nicht, ob das jetzt aufgefordert wird oder so. Geht ihr auf jeden Fall auf Change Directory. Wählt das Directory aus, holt eure ROMs sind, dann habt ihr sie. Restliche Einstellungen könnt ihr am besten eigentlich so lassen. Vielleicht beim Fullscreen-Modus auf Triple Buffering, damit das auch für Fraps erkennbar ist. Ansonsten könnt ihr eigentlich die Einstellung so gut wie lassen. Audio bleibt auch so wie es ist. Input solltet ihr natürlich einstellen, dass ihr da auch alles habt. Karelia, das kann ich hier schon mal ganz gut dran erklären. Einige Emulatoren verwenden den Karelia Client. Dabei ist im Grunde genommen eigentlich der sehr einfach zu handhaben. Also ihr gebt hier unten euren Username ein. Zum Beispiel jetzt hier BlatrixFB für meinen Fall. Oder falls ich privat zocke mit Unterstrich. So, Connection Type würde ich sagen, dass ihr es auf LAN einstellt. Denn heutzutage sollte die Geschwindigkeit des Internets weit über
1 Megabit sein. Also, ja. Dann, wie das hier ist. Ja, da weiß ich mich jetzt nicht so wirklich auswendig. Auf jeden Fall könnt ihr hier eure Serverliste aussuchen. Gebt dann jemand als Inks ein, dann kommt ihr zu einem neuen Fenster. Dort könnt ihr dann ein Spiel erstellen oder ein Spiel beitreten und dann macht ihr einfach nur einen Doppelklick drauf und dann startet ihr das Spiel schon. Und beziehungsweise ihr seid dann, sobald das Spiel startet, mit dabei. So, hier könnt ihr eigentlich auch so ziemlich alles lassen. Und zum Starten einer RAM einfach nur Doppelklick hier auf dem Fenster, dann sollte sich das öffnen und dann kommt hier die Emulation. Und ich hoffe, das hat man jetzt nicht so gehört. So, den nächsten. Bei diesem Emulator weiß ich, der ist schon betagter. Also das ist, glaube ich, der älteste Emulator, den ich jetzt zurzeit so habe. Zumindest den ich persönlich habe. Deswegen muss man den auch auf Windows 95 umstellen. Das ist wichtig. Sonst kommt nämlich eine Fehlermeldung aus. Auch bei XP ist das so. Also ich habe jetzt hier Windows 7. Falls es euch interessiert. So, hier gibt es eigentlich auch wenig einzustellen. Wieder hier die Tastenbelegung. Sound ist im Grunde genommen eigentlich auch so eingestellt, dass es ganz gut klappt. Bei Video, falls ihr es mit Fraps aufnehmen wollt, müsst ihr das mit Fullscreen machen. Ansonsten gibt es hier eigentlich auch nichts so wirklich, was man noch so einstellen sollte. CPU, da könnt ihr Save Staten, Load Staten, Slots aussuchen. Also dann seht ihr hier, mit F5 könnt ihr dann Save Staten, mit F8. Cheating-Konsole gibt es hier auch noch. Und Hard- und Soft-Reset. Movie-Sachen, also das ist wirklich hier ganz in Ordnung. Auswählen tut ihr das Ganze über Load ROM. Geht ihr hier hin, Doppelklick drauf oder einmal anklicken und dann Enter. Und dann sollte er das laden. Dann könnt ihr übrigens mit Unload ROM könnt ihr dann wieder zu diesem Bildschirm hier zurückkehren. Priorities sollte man möglichst lassen. Oder warte mal. Sound Engine. Nee, doch, das sollte man so lassen. Reset Configuration, dann wird er auf die Anfangseinstellung gestellt. Ja, und Reload Map Package. Cache, das ist unwichtig. So. Gehen wir zu den nächsten Emulatoren, nämlich dem SNES. Und der BSNES. Dieser Emulator hat sich der Kompatibilität und der Genauigkeit verschrieben. Leider, ist das ziemlich hardwarefressend oder ressourcenfressend. Deswegen solltet ihr für den einen guten Rechner haben. Und ja, Scale 2 sieht man hier wieder. Ich habe immer auf Scale 2 Fenstermodus, weil das Visualität ist so für mich am besten. Weil sonst habe ich überall Pixel und das mag ich nicht so gerne. Und weiterhin ist es auch so, dass das Bild dann nicht zu klein ist, dass ich dann nichts drauf erkenne. Deswegen nutze ich das immer so. Und der Emulator ist eigentlich auch so gut wie richtig eingestellt schon. Braucht ihr eigentlich auch nichts so wirklich zu machen. Außer beim Input.
Gehe ich nochmal neu rein. Hier unter Settings, Configuration, Input und dann hier gleich Gamepad. Da gibt ihr dann alles ein, was ihr für Tastenbelegungen haben wollt. Also braucht eigentlich immer nur bis zu Start machen, weil die Turbo-Tasten, die braucht ihr überhaupt nicht. Wie gesagt, der Rest ist eigentlich so eingestellt, der nutzt die Pass immer, wo das wo der Emulator selber drin ist, beziehungsweise wo die Games dann sind. Hier ist eigentlich auch schon so gut wie alles eingestellt. Ihr könnt damit natürlich auch Movies, glaube ich, aufnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dieser Version jetzt rausgenommen worden ist. Cheat Editor, ja, im Grunde genommen eigentlich auch ein bisschen unwichtig. Es sei denn, ihr kommt da wirklich mal nicht weiter. So, kommen wir zum ZSNES. Wie gesagt, für diesen Emulator gibt es meiner Meinung nach einfach nur zwei Stück. Nämlich immer die neueste Version und eben halt die letzte Version, die auch für Dings eben halt ist. Und ich möchte jetzt eigentlich auch diese blöden Schneeflöckchen, weiß Pöckchen hier ausschalten. Und ja, das ist immer so ein großes Problem von diesem Emulator, weil die grafische Oberfläche sieht vielleicht ganz gut aus, aber das Ganze ist einfach nur so fies gestrickt, dass das sich immer irgendwie umbaut und sowas, und das ist meiner Meinung nach einfach schlecht. Also hier Input, gibt er einen Input ein, das wurde, glaube ich, auch zur alten Version verändert. Devices solltet ihr nicht irgendwie verwenden. Chip Configuration solltet ihr eigentlich auch nur verwenden, falls ihr wirklich Spiele habt, die das benötigen. Ich werde solche Spiele nicht machen. Ja, hier sehen wir eigentlich auch, dass der Emulator auch IPS selber patchen kann, falls er so IPS-Patches findet und die dazugehörige ROM, dann patcht er das automatisch. Ja, bei Video-Settings solltet ihr möglichst so machen, dass ihr D und R macht, weil und Fullscreen, sonst nimmt Fraps das nicht an. Darüber hinaus, man kann auch D und S nehmen, aber Scratchen sieht meistens nie so wirklich super toll aus, meiner Meinung nach. Ja, ihr solltet natürlich auch darauf achten, dass so Triple Buffering drin ist, weil ansonsten nimmt Fraps das nicht an, und das Triple Buffering ist nur im Fullscreen-Modus möglich. So, Sound, da geht ihr hier hin, möglichst so auf 50% würde ich das lassen, bei 32.000 Hertz ist es eigentlich auch ganz okay. Der Sound spackt zwar immer noch so leicht rum, aber naja, Path braucht ihr wiederum auch nicht, wird auch immer die Path genommen, wo der Emulator drin ist. Saves ist hier ganz wichtig. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen nochmal eine Aufnahme, das ist jetzt die fünfte Aufnahme oder sowas. Mein Camtasia wollte irgendwie nicht so wirklich. Wollte ich mit Fraps aufnehmen. Naja, hier sieht man nämlich jetzt Number of Rewind States. Das heißt, der Emulator setzt selber Rewind States und mit der Rewind-Taste kommt die eben halt immer so ein bisschen zurück. Und das kann man mit dieser Version hier einstellen. Man kann auch einstellen, wie weit er dann zurücksetzen soll.
Und wenn man auf 1 stellt, ist es ein Fünftel Sekunde. Und bei 20 sind das eben halt 4 Sekunden, weil ihr 20 durch 5 teilen müsst. So verstehe ich das zumindest hier. Ich arbeite mit diesem Emulator überhaupt nicht, übrigens. Ich arbeite mit der älteren Version. Und wie das hier weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Also bis zum nächsten 100 Abonnenten-Special. Nee, bis zur 100 Abonnenten-Folge von Part 4. Blattrace FB meldet sich ab.